Freunde, Fuck Your Life Tasting Stream. Ich habe mir meinen Mod Phil eingeladen. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag, Marvin. Und wir testen uns heute durch die ersten 5 Sorten Fuck Your Life durch. Ich habe als allererstes den Cola und du hast den rote Waldbeereneis, ne? Jawohl. Was sagst du denn zum roten Waldbeereneis? Ich finde, der ist mega geil. Also geschmacklich mega, mega geil. Mir fehlt eigentlich gar nichts. Ich würde sagen, der ist perfekt. Also muss ich jetzt gar nicht groß drum rumreden. Aber versuch nochmal den Geschmack für uns zu beschreiben. Ich finde den sehr angenehm fruchtig. Ich finde den angenehm kühl. Ich finde, der passt perfekt an so... Warst du vorher schon Fan von dem rote Waldbeereneis? Ja, aber ich finde, der ist, wie gesagt, der kann genauso bleiben, wie er ist. Der ist top. Das ist schmeckt doch mir sehr gut. Und echt gutes Fazit, würde ich sagen. Und ich bin ja, man muss dazu sagen, es ist jetzt, ich glaube, die Dark Base von Hokain. Ja, also die Nature Base. Genau, die Nature Base. Ich finde, der bräuchte nicht mehr Nikotin und nichts. Der schmeckt einfach mega, mega gut. Schmeckt fruchtig, schmeckt süß. Ist top. Also ich muss sagen, rote Waldbeereneis war nie einer meiner Favorites bei Fuck Your Life. Aber den, also der ist noch relativ nah dran, aber also ich hatte den sogar schlechter in Erinnerung, als er ist. Also das ist ein leckerer Mix aus Beeren. Du hast nicht diese typische eiskalte Alkohol-Beerennote. Die war das auch nicht ist am, ziemlich geil. Die war auch nicht am Anfang da. Also ja. Ich finde, der ist durchgängig zu rauchen mega, mega angenehm und ja. Sehr lecker. Also das ist schon wirklich geil. So, ich habe den Cola an. Oh. Und der war ein Brett früher. Und der ist ein Brett. Also, wenn man wirklich eine pure Cola haben möchte bei seinem Shisha-Tabak, dann ist das eine 10 von 10 für mich. Ganz easy. Der ist geisteskrank süß. Der schmeckt 1A nach Cola. Für einen Cola-Tabak ist er im Vergleich zu anderen Cola-Tabaks insaner an Cola, dem Getränk. Hat aber noch so leichte Noten von so Cola Wassereis und Cola Kracher. Aber nicht so viel, wie das bei manch anderen Cola-Sorten der Fall ist. Also ich würde auch sagen, der geht sehr gut in Richtung Cola. Aber mich erinnert er mehr an so Cola-Fläschchen tatsächlich. Was aber keinesfalls negativ ist, aber der kommt da echt schon sehr nah dran. Also die ersten beiden Sorten, geisteskrank nice. Und die sehr, Banger sehr, kommen sehr. Erst noch. Wir haben noch Zitrone-Minze und marokkanische Minze. Da bin ich mal gespannt. Marokkanische ja. Minze, da freue ich mich drauf. Ja. Also gleich zweites Röntchen. Ja. Freunde, das zweite Ründchen läuft. Bei mir ist an der Lemon Ice und beim Phil ist an der marokkanische Minze. Genau. Willst du anfangen diesmal? Ein natürlich. Bisschen Abwechslung. Okay, ja. Ich nehme aber nochmal einen Zug. Also entweder habe ich den Lemon Ice falsch in Erinnerung oder ich finde sogar, der ist besser geworden. Als ich damals so viel Fuck Your Life geraucht habe, hatte ich immer das Gefühl, dass der Lemon Ice deutlich schlechter als der Zitrone Minze ist und wollte den gar nicht rauchen. Ich habe immer nur Zitrone Minze geraucht. Ich wollte nie den Lemon Ice. Ich finde den tatsächlich ziemlich nice. Was sagst du? Ich finde den sehr geil. Also momentan, ich weiß, ich bin heute mal nicht so auf Bashing. Ihr wisst, dass der Phil sonst sehr kritisch ist. Und gerade bei Citrus bin ich eigentlich auch eher raus als all in. Aber ich finde, der geht. Der ist absolut solide. Den kann man perfekt rauchen. Schmeckt gut, der beißt nicht, der kratzt nicht. Der hat nicht so das typische Citrus-Beißen, so, wenn man raucht. Finde ich mega, mega stark. Was sagst du zum Cooling mit dem Eisfaktor? Ist nicht übertrieben, ist mega angenehm, also macht ein bisschen Frische, aber nicht viel mehr. Also macht genau das, was es meiner Meinung nach soll und ist wunderbar. Ich weiß wirklich nicht, ob ich den Lemon Ice vielleicht sogar ein bisschen falsch in Erinnerung habe, aber ich finde den überraschend stark. Deutlich stärker aus der Erinnerung, als ich den Lemon Ice früher fand. So, marokkanische Minze. Es kommt mir fast so vor, als wäre er ein kleines bisschen weniger minzig und ein kleines bisschen süßer. Ist das, weil der jetzt schon eine Sekunde an ist? Der war am Anfang auf jeden Fall sehr nah am Original dran. Okay. Also ich hätte jetzt vielleicht auch nicht mal einen Unterschied großartig rausgeschmeckt, ja. Aber der läuft auch schon eine ganze Weile. Ist aber trotzdem mega, mega gut. Also ich würde sagen, der kommt dem ursprünglichen Fuck Your Life marokkanische Minze echt super nah dran. Und den habe ich super gern geraucht damals. Und gerade für den Sommer eigentlich so die ja. Sorte, die man immer reinpacken kann. Ja, ja, wirklich. Also den marokkanischen Minze, so nenn mir einen Mix, wo der nicht reingeht. Also vielleicht so cremige Sachen, ja. Ja, gut, aber bei literally allem fruchtig frischem kann ich mir den auch noch einfach dabei vorstellen, weil er nicht, es ist wieder so eine Minze, die wirklich einen leckeren Minzgeschmack hat, aber nicht so auf Biegen und Brechen da so eine geisteskranke Kälte mit reinbringt. Bei mir war ja früher der absolute Lieblingsmix, marokkanische Minze und der, Gott, der Cherry von Kismet, wie hieß der nochmal? Wild Cherry. Wild Cherry. Der ja. Wild Cherry von Kismet und das stelle ich mir jetzt immer noch sehr geil vor, also der kann jetzt richtig was. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, das zu erklären. Warum ist denn überhaupt hier dieses komische Fuck Your Life System? Also
27,80 Euro kostet die Dose, wenn ihr euch dreimal 25 Gramm Rohtabak kauft und dann noch den Aromashot kauft. Na, weil allein der Aromashot kostet 14,90 Euro. Zu damals 8 Euro? Ja. Was waren es? 7,90 Euro? Ja. Das ist halt schon ein krasser Unterschied, aber gut, it is what it is. Aber ich sag mal so, wenn jetzt die 200 Gramm Dosen zurückkommen und du kannst dir überlegen, ob du eine 200 Gramm Dose für 25 Euro holst oder ob du dir den Fockelei für 28 Euro holst. Du musst praktisch 3 Euro drauflegen, aber dafür kommst du im TPD rum. Und du hast wirklich, wirklich sehr geilen Tabak. Ja. Also ich glaube, wir haben bis jetzt noch kein Problem gehabt, dass der irgendwie komisch läuft oder zu heiß wird oder sonst was, dass der irgendwie zickt. Der und wir hatten jetzt sowohl der rote Waldbeereneis war auf der normalen Base und alle anderen sind auf der Nature Base. Okay. Ja. Das ist natürlich die große Frage, wird das in Runde 3 mit dem Zitrone-Minze auch so sein, weil das ist für mich die mit Abstand wichtigste Folger-Live-Sorte. Da bin ich auch mal gespannt drauf, tatsächlich. Ja, gucken wir mal. Freunde, das letzte Ründchen. Zitrone-Minze beim Phil in pur und bei mir gemischt mit dem Blary, weil das meine legendäre Mischung ist. Blary und Zitrone-Minze von Fog Your Life. Also der Blackberries von Must Age mit dem Zitrone-Minze von Fog Your Life. Erstmal der reine Fog Your Life. So, ich bin der reine Fog Your Life. Zitrone-Minze, der hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt und ich finde den super angenehm. Ich meine, früher in einem vorherigen Tasting-Stream fand ich den sehr beißend wegen der Zitrusnote und ich bin da wieder komplett bei der Sache. Den kann man mega geil angenehm rauchen. Der hat einen sehr geilen Geschmack und ja, ich bin jetzt dann gleich mal gespannt, wie der mit Larry zusammen wieder funktioniert. Ich bin fast ein bisschen verwirrt. Also erstmal, es schmeckt sehr, sehr gut. Aber ich habe da irgendwie einen Hauch von Limette. Findest du auch? Also Limette? Schon im Vordergrund Zitrone, aber ich finde, der hat so einen Hauch von dieser Säurenspritzigkeit auch von der Limette. Ich finde, der ist einfach grundsolide. Also. Und das sagst du als jemand, der Zitrus nicht mag. Ich mag eigentlich gar keinen Zitrus, aber der ist sehr, sehr, sehr lecker. Also finde ich sehr geil. Also ich könnte es jetzt auch nicht so krass genau erörtern, warum er sich wie verändert hat von dem alten Zitrone-Minze. Erstmal unterm Strich. Ultra geil. Immer noch mit einer der besten, maybe die beste Zitronensorte, die man sich auf dem deutschen Markt kaufen kann. Mhm. Again, Erinnerung, Fuck Your Life kommt ja um TPD rum. Das heißt, die dürfen viel geile Aromen benutzen, die man normal, wenn man normalen, fertigen Shisha-Tabak macht, gar nicht mehr reinpacken darf. So dürfen die das. Und das schmeckt halt geisteskrank geil. Und ich muss sagen, gerade bei so Sachen wie Zitrone wären mir persönlich, dass die 3 Euro mehr im Vergleich zu 200 Gramm Virginia, so um die 25 Euro wird der ja liegen und der liegt um die 28 Euro. Mhm. Also bei Zitronen zu 100% wäre es mir das wert. Also ich bin ja eigentlich kein, wie gesagt, ich kaufe mir da auch nichts von. Aber jetzt, wenn wir jetzt direkt mal den Übergang machen, gerade in dem Mix mit Blary. Oh Junge. Das ist ein Träumchen, oder? Das ist auf jeden Fall sehr stabil. Kann man mega geil rauchen. Also schmeckt fantastisch in der Kombination. Die Mischung ist es einfach immer noch, das ist geisteskrank geil. Fazit zu Fuck Your Life, was sagst du? Also zu früher, würde ich sagen, ist auf jeden Fall mega, mega geiler Vergleich. Also ich finde, das schmeckt beides nach wie vor einfach grandios. Aber ich würde schon sagen, dass sich manche Flavor leicht verändert haben. Leicht verändert, aber ich finde jetzt gar nicht ins Negative, sondern die sind so ein bisschen vom Flair anders, aber die sind trotzdem mega, mega gut. Ja, also ich finde es auch krass. 5 Sorten haben wir heute probiert. Und alle 5 sind geil. Okay, jetzt dann machen wir zum Abschied ein Ranking. 1 bis 5. Also Platz 1 muss bei mir Zitrone sein. Okay. Ich glaube, dann kommt marokkanische Minze, dann Cola, dann Lemon-Eis, dann Waldbeereneis. Bei mir wäre es tatsächlich der Waldbeereneis ganz oben. Danach marokkanische Minze, weil ich die halt einfach lieb. Ich finde tatsächlich der Lemon-Eis, der ist bei mir sogar noch vor dem Zitrone-Minze, weil... Ehrlich? Ja. Den findest du besser? Ich finde den mega, mega geil. Krass. Also ich mag das, dass es nicht einfach Zitrone-Minze ist, sondern halt mal was anderes. Zum Schluss kommt noch die Cola. Wobei, das heißt nicht, dass die schlecht sein soll, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde die für eine Cola sehr, sehr, sehr geil. Also ich finde, das ist ein krasses Fazit. 5 Sorten und alle 5 gut ist heavy also und selten. Wir waren selten so positiv nach einem Tasting. Und es gab keine einzige Sorte, wo man sich gedacht hat, so, was ist denn das? Ja, was haben die damit gemacht? Sondern sind alle top. Kann man nicht anders sagen. Geil. Sehr nice.